gibt wohl kaum eine Erkrankung in der Medizin, die so oft missverstanden wurde wie Fibromyalgie. In diesem Video Fibromyalgie erklärt für Fortgeschrittene setze ich mich ein bisschen auseinander mit den offiziellen Angaben zur Fibromyalgie und auch mit dem Umgang sowohl mit der Erkrankung als auch mit uns Betroffenen. Und ich beschreibe, was Fibromyalgie für mich jedenfalls ist. Und all das natürlich nicht nur für Fortgeschrittene, sondern für jeden, der irgendeinen Bezug zur Fibromyalgie hat. Los geht's. Ich sagte ja schon, Fibromyalgie ist wohl eine der am meisten missverstandenen Erkrankungen. Und das geht schon mit den Zahlen los. Wenn man mal googelt, zum Beispiel bei der Rheuma-Liga, dann sind circa 2% der Bevölkerung von Fibromyalgie betroffen. Und in Deutschland entspricht das ungefähr 1,6 Millionen Menschen. Auch bei Wikipedia ist diese Zahl zu lesen. Aber eine Ärztin der Mayo Clinic in Florida, wie das auch immer ausgesprochen wird, also Mayo Clinic sage ich, sagt in einem YouTube-Video, dass in den USA mehr als 60 Millionen Menschen betroffen sind. Ich habe ja gesagt, in Deutschland 1,6 Millionen. Natürlich ist Deutschland viel kleiner, aber wenn ich das jetzt prozentual mal umrechne auf die Bevölkerung der USA, also diese 60 Millionen, dann entspricht das circa 18% und bei uns angeblich nur 2%. Sie sagt sogar, es seien mehr als Menschen mit Diabetes oder mit Krebs. Und das passt ja dann irgendwie nicht zusammen. Auch nicht mit den offiziellen Zahlen für die USA. Ja, und so heißt dieses Video zwar Fibromyalgie erklärt für Fortgeschrittene, aber es wirft dann eben auch definitiv einige Fragen auf. Eben zum Beispiel, wie passt das zusammen? Ja, die Mayo Clinic, das ist ja eine Organisation, die nicht kommerziell agiert. Die Ärztin, die diese Zahlen veröffentlicht hat, das ist Frau Dr. Barbara Bruce, heißt die. Die ist Schmerzpsychologin und Direktorin des Fibromyalgie-Behandlungsplans, nein, des Fibromyalgie-Behandlungsprogramms an der Mayo Clinic in Florida. Und ich glaube, dass es in Deutschland und auch in den USA, vielleicht in den USA weniger, aber in Deutschland auf jeden Fall eine hohe Dunkelziffer gibt an Betroffenen. Viele bekommen gar nicht so einfach eine Diagnose. Manche bekommen irgendwelche anderen Symptome, Diagnosen wie zum Beispiel myofasziales Schmerzsyndrom oder ja, keine Ahnung, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Ich kann mir sonst nicht erklären, wie diese große Differenz entstehen kann, denn Fibromyalgie in den USA ist nicht anders als in Deutschland. Ja, die Forschung nach Ursache und Behandlung bei Fibromyalgie hat uns Betroffenen ja in den letzten 20 Jahren nicht besonders weit gebracht. Jedenfalls ist das so mein Empfinden. Und immer noch müssen sich Betroffene beim Arzt erniedrigen lassen und bekommen Aussagen zu hören wie, ja, Fibromyalgie gibt's nicht oder es ist nur eine Verzweiflungsdiagnose, wenn man nichts anderes findet. Und viele andere Sprüche, die man sich da anhören muss. Viele Ärzte denken, die Patienten sind einfach nur gestresst oder depressiv. Oder sogar verrückt. So einfach ist für sie die Fibromyalgie erklärt. Oder sie denken, wir suchen einfach nur nach Aufmerksamkeit. Das ist ja auch manchmal eine Antwort. Die Ärzte verstehen diese Krankheit einfach nicht. Und ich habe in einem anderen Video schon mal Aussagen von Ärzten gesammelt, die mir andere Betroffene zur Verfügung gestellt haben. Das findest du hier, das Video. Schau da mal rein. Es ist wirklich interessant, was manche Ärzte so vom Stapel lassen. Ich finde es ganz schlimm, dass wir Betroffene nicht ernst genommen werden. Wir können nicht schlafen, wir haben überall Schmerzen, wir leiden an Erschöpfung, wir können uns nicht konzentrieren. Ja, wir haben Reizdarmsymptome und noch so viel anderes. Und eigentlich wollen wir nur eins, wir wollen eigentlich ja nur unser altes Leben zurück, jedenfalls die meisten von uns. Und uns wird einfach nicht geglaubt, ne? Und es ist dann auch noch dazu so schwierig, eine Diagnose zu erhalten. Einfach weil es keinen konkreten Nachweis für die Fibromyalgie gibt. Jedenfalls bisher ist das so. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Und so müssen wir dann eben als Betroffene alle Fachbereiche abklappern, bis wirklich klar ist, dass es keine Auffälligkeiten in Blut, im Urin, im MRT, beim Röntgen und so weiter gibt, die irgendeine andere Erkrankung erklären könnte. Das ist im Moment natürlich blöd, aber es gibt auch, ich wüsste nicht, was es sonst für eine andere Lösung gibt, um Fibromyalgie zu diagnostizieren. Das Problem ist nur, dass wir trotzdem nicht so leicht eine Diagnose bekommen.
Denn das Glück müssen wir dann auch noch haben, dass der Arzt dann auch die Diagnose Fibromyalgie stellt. Und das machen ja viele nicht, weil sie zum einen gar nicht richtig dran glauben oder weil sie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, vielleicht, ich weiß es nicht, was der Grund dafür ist. Wobei eine Diagnose natürlich auch, ich meine, es ist zwar im ersten Moment vielleicht eine Erleichterung, wenn man dann diese Diagnose hat, wenn man weiß, was mit einem los ist, das ist natürlich klar, aber viel weiter bringt es einen dann irgendwie auch nicht, denn Therapie ist ja nicht großartig, ne? Es ist natürlich dann nochmal eine Hilfe, wenn man einen Rentenantrag stellen möchte, aber auch das ist ja für Betroffene wirklich eine Tortur. Ich habe hier ein Interview mit der lieben Petra zum Thema Rente. Wenn dich das interessiert, dann schau da doch einfach mal rein. Das Schlimme an dem Ganzen ist ja, dass wir für den Rest der Welt so lange als gesund gelten, bis der Arzt eine Diagnose stellt. Und bis dahin wird von uns natürlich erwartet, dass wir normal funktionieren, bitteschön. Und das Komische ist, dass wir genau das auch versuchen. Wir geben sozusagen unser letztes Fünkchen Energie, unser letztes Hemd, um möglichst normal zu wirken, um alles auf die Reihe zu kriegen. Das ist schlimm und das macht uns nur noch kränker. Ich kann das natürlich verstehen und ich habe es auch nie anders gemacht. Es ist schlimm, weil die Welt einfach noch nicht verstanden hat, um welche schwerwiegende Erkrankung es sich bei Fibromyalgie handelt. Ja, wir werden da einfach nicht verstanden. Aber wir Betroffene wissen jedenfalls, dass unsere Symptome existieren, dass die Schmerzen real sind, dass die Erschöpfung real ist und wie heftig die Beschwerden auch ausfallen können, wie schlimm es damit sein kann. Und es ist ja wohl logisch, dass wohl kaum 1,6 Millionen Menschen in Deutschland gleichzeitig auf die Idee kommen oder auch nacheinander, sich diesen Cocktail, diesen komischen Cocktail an Beschwerden auszudenken, nur um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn das mein Ziel gewesen wäre, ganz ehrlich, da hätte ich mir was Angenehmeres ausgedacht. Und ich hätte es sicherlich auch gar nicht geschafft, das ganze jahrzehntelang aufrecht zu erhalten, also so ein Kartengerüst jahrzehntelang aufrecht zu erhalten. Ja, Diagnose ist wie gesagt schwierig, die Ursachen sind nach wie vor unklar. Man geht von einer gestörten Schmerzverarbeitung im Gehirn aus, bis zur Autoimmunerkrankung gibt es da alle möglichen Theorien. Der genetische Faktor scheint auch eine Rolle zu spielen. So wird aktuell Fibromyalgie erklärt. Ja, und Behandlung gibt es keine, die ursächlich ist, kann man ja auch nicht. Wenn man nicht weiß, woher es kommt, dann kann man es nicht ursächlich behandeln. Also jedenfalls nicht so weit, dass wir unser altes Leben zurückbekommen. Jedenfalls nicht in der Schulmedizin. Es gibt aber Maßnahmen, die die Symptome lindern. Damit geht die Fibromyalgie vielleicht nicht weg, aber damit ist einem wirklich schon geholfen. Und ich habe hier mal eine ganze Reihe an Maßnahmen zusammengefasst. Schau da mal rein, wenn du auf der Suche nach neuen Möglichkeiten bist. Ja, und ich bin ja in der Vorbereitung für dieses Video zufällig auf einer Webseite gelandet und dort wird Fibromyalgie erklärt. Und dort habe ich diesen Satz gelesen. Ich lese ihn mal eben vor. Viele Menschen mit Fibromyalgie vermeiden körperliche Aktivität aus Angst, die Schmerzen zu verstärken oder sich zu übernehmen. Studien zeigen aber, dass Bewegung und leichter Sport wie Radfahren oder Walking das Wohlbefinden verbessern, den Körper stärken und Schmerzen etwas lindern können. Daran sieht man mal wieder, dass die Welt die Fibromyalgie einfach nicht versteht. Da wird von Radfahren als leichter Sport gesprochen. Das gilt sicherlich für Normalos, aber für viele Fibromyalgiker ist Radfahren gar nicht möglich. Ich kenne ganz viele, die gar kein Rad mehr fahren können. Natürlich gibt es auch noch welche, die noch Radfahren können. Und da sind wir dann auch schon bei der nächsten Sache, die in der Schulmedizin einfach nicht genügend berücksichtigt wird. Nämlich die Fibromyalgie kann unter Betroffenen sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt sozusagen, also ich sage das jetzt mal so, unterschiedliche Schweregrade. Also nicht in echt, die Fibromyalgie ist nicht in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt, vor allem nicht in der Schulmedizin, aber es wäre eine gute Idee, das mal zu machen. Denn wer sich mit Betroffenen austauscht, wird das genau feststellen, dass es da wirklich unterschiedliche Schweregrade gibt. Wobei ich nicht sagen möchte, dass irgendein Schweregrad davon leicht ist. Die sind alle schwer. Ja, und dann hier der erste Satz. Viele Menschen mit Fibromyalgie vermeiden körperliche Aktivität aus Angst, die Schmerzen zu verstärken. Die Leute haben keine Ahnung. Das ist keine Angst, sondern das ist Erfahrung, aus denen man gelernt hat. Früher habe ich Muskelkater vom einfachen Fensterputzen bekommen.
Na, da brauchte ich nur ein Fenster putzen und schon hatte ich am nächsten Tag Muskelkater. Viele von uns sind energetisch auf einem so niedrigen Level, dass normale Bewegung einfach Gift ist und wirklich schwere Symptome mit sich bringt. Nicht unbedingt sofort, aber dann eben einige Stunden später oder auch am nächsten Tag. Und die Ärzte und unser Umfeld können sich einfach nicht vorstellen, dass ein 15-Minuten-Spaziergang zu viel sein kann. Dass manche Betroffene keine 5 Minuten in einer Position verbringen können, ohne wirklich starke Folgen davon zu tragen, dass selbst Dehnübungen für manche Betroffene zu schmerzhaft sind. Und dass solch ein Verhalten von den Dingen, die ich eben aufgezählt habe, einfach tagelange Schmerzen mit sich bringen. Und zwar starke Schmerzen teils. Natürlich ist Bewegung immer förderlich. Und viele können auch noch was machen. Viele können noch joggen gehen oder auch Radfahren oder andere Sachen. Und das soll man dann auch tun. Aber es ist eben in manchen Fällen, ist man auf solch einem niedrigen Energieniveau, dass man selbst auch gar nicht mehr einschätzen kann, wie wenig denn vielleicht noch zu viel ist. Denn das hat nichts mehr mit normal zu tun. Es ist einfach, hat nichts mehr mit der normalen Vorstellung auch zu tun. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das selbst erlebt in der Vergangenheit, dass ich mich gar nicht mehr so weit runterschrauben konnte mit dem, was ich mache, ohne Folgen davon zu tragen. Ja, Fibromyalgie erklärt sich für mich ganz einfach. Für mich ist Fibromyalgie einfach nur eine total missverstandene Krankheit. Und wenn du wissen willst, was Fibromyalgie wirklich ist, dann schau dir mal dieses Video an. Das habe ich letzte Woche veröffentlicht. Da beschreiben Betroffene, wie der Alltag mit Fibromyalgie aussieht. Da hat man gefragt, was verstehen wirklich nur Fibromyalgiker? Das ist ein Video, 20 Dinge, die nur Menschen mit Fibromyalgie verstehen. Das ist interessant, schau da mal rein. Und wenn du Lust hast, dieses Video zu ergänzen, dann mach das gern mit deinen eigenen Gedanken zu dem Thema, was ich hier heute hatte. Schreib einfach deinen Kommentar unter das Video. Und wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann lass auch gern ein Like da. Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Mach's gut.